Willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Laura und mein letztes Favoritenvideo ist 2 Jahre her. Ich habe 2017 kein einziges Favoritenvideo gemacht, deswegen dachte ich, fasse ich das Ganze mal in diesem Video zusammen. Und dann wünsche ich euch einfach mal ganz viel Spaß bei diesem Video. Zu einem Favoritenvideo gehören natürlich Fashion-Favoriten und ich dachte, ich zeige euch ganz coole Sachen, aber irgendwie ist mir nichts eingefallen, was ich wirklich das ganze Jahr über sehr gerne getragen habe. Deswegen zeige ich euch mal wieder meinen Bademantel. Es muss nicht unbedingt der Bademantel sein. Ich habe 3 Stück, ich liebe sie alle und ich glaube, das ist so das Kleidungsstück, was ich wirklich am meisten getragen habe. Ich kann es mir halt echt nicht vorstellen, keinen Bademantel zu haben. Manchmal ist mir halt abends kalt und dann ziehe ich den Bademantel an, damit ich besser einschlafen kann. Und dann wache ich irgendwann in der Nacht auf, weil mir viel zu heiß ist und muss den ausziehen. Aber immerhin kann ich besser einschlafen, wisst ihr. Hier seht ihr meine nackte Haut und meine Haut war auf jeden Fall dieses Jahr auch ein Favorit von mir. Sie hat sich irgendwie nach Ewigkeiten wirklich mal verbessert. Ich habe sie immer regelmäßig eingecremt, wie ihr sehen könnt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Vielleicht bin ich auch endlich einfach aus der Pubertät raus, man weiß es nicht. Ich habe ganz zufällig die Kiko Liquid Skin Second Skin Foundation gefunden. Und jetzt passt sie mir halt leider nicht mehr wirklich. Ich bin super hell geworden. Aber ich mische sie eigentlich immer in meine Foundation mit rein, weil ich nie die richtige Farbe finde und irgendwie immer meine Foundations zu hell oder zu rosa sind, ich weiß es nicht. Generell so diese leichte Deckkraft wie heute mochte ich dieses Jahr ganz gerne, dass man einfach noch so Pickel und auch ein bisschen noch so Haut durchsieht. Manchmal trage ich aber auch mehr, aber heute nicht. Heute nicht! Ich würde euch auch liebend gern endlich einen Concealer-Favoriten zeigen, aber ich habe leider immer noch nicht meine Farbe gefunden. Ich habe mir jetzt 2 neue geholt, das sind die 3, die ich hatte, mit denen ich auch nicht so 100% zufrieden war. Ich werde auch immer noch so häufig gefragt, was ich für meine Augenbrauen benutze und vor allem, wie ich es auftrage. Und ich meine, Augenbrauen sind eigentlich immer ein Favorit von mir. Was geht über Augenbrauen? Deswegen schaut einfach zu, ich habe keine Lust, das jetzt zu erklären. I'm spending all of my dough, I'm spending all of my cash, all this money that I ever had, I put that shit on my tab, 12 o'clock and I'm fucked up, oh damn, I'm smashed, I got fine woman and fine drinks and I'm trying. Das sind jetzt meine heutigen Augenbrauen, die sehen irgendwie gefühlt jedes Mal anders aus, wenn ich die mache. Ich finde am Anfang, wenn man nur so seine Augenbrauen gemacht hat, sieht es immer komisch aus. Also wartet bis zum Ende und dann könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, dass die Augenbrauen zu dick sind. Ich benutze jetzt einfach schon seit 2 Jahren, ich habe extra nachgeguckt, ich benutze wirklich seit über 2 Jahren diese Anastasia Dip Brow Pomade und das ist immer noch die gleiche, die ich mir damals geholt habe. Wie ihr seht, bald leer. Dieses kleine Ding, was da noch drin ist, wird mir sowieso noch vor lange reichen. Ich habe auf jeden Fall Vorrat. Wow, ich möchte euch meinen Lieblingspinsel präsentieren und ich zeige ihn einfach falsch herum. Hier, ich habe es extra umgedreht. Das ist die 221 Look Soft Crease von Zu Eva und ich benutze diesen Pinsel eigentlich. Ich benutze meistens nur den. Ich nehme einfach ein paar Farben, blende das einfach so in meiner Lidfalte ein bisschen herum, unterm Auge. Ich muss nicht mal dafür Farbe nehmen, meistens ist noch genug im Pinsel drin. Manchmal habe ich noch Lust auf ein bisschen mehr Action auf meinem Auge. Dann nehme ich gerne so einen flachen Pinsel, feuchte ihn an und gehe dann in meinen Lieblingslidschatten, ohne Witz. Das ist die Farbe Muse von Colourpop und dadurch, dass ich den Lidschatten vorher angefeuchtet habe, kommt die Farbe nochmal stärker raus. Sie ist schon so wirklich krass, aber dann nochmal so ein bisschen, ihr wisst. Mein Lieblingsgesichtspinsel ist auf jeden Fall Setting Brush von Real Techniques. Ich habe mir dieses Jahr extra noch einen zweiten geholt. Ich benutze den einen immer, um meine Nasenkontur zu verblenden und den anderen benutze ich immer zum Highlighter auftragen. Bevor mich jetzt wieder alle fragen, das ist der Kiko Lidschatten in der Nummer 208. Und ich liebe diesen Highlighter sehr. Es ist mein Lieblingshighlighter, wirklich. Es gibt, glaube ich, keinen Highlighter, den ich besser finde. Und in Kombination mit diesem Pinsel könnte ich mein ganzes Gesicht highlighten. Aber wie ihr seht, ich habe so ein paar Punkte ausgesucht und dann habe ich mein Leben gefeiert. Hehe. Und wer findet heraus, welches Lied ich gerade singe? Schreibt es mir in die Kommentare und die erste Person bekommt irgendwas. Ich weiß noch nicht was, aber etwas. Ich liebe halt einfach dieses Gloss. Das ist ein goldenes Lipgloss. Aber es ist eine Limited Edition. Das tut mir leid, liebe Freunde. Wenn ihr wisst, wo es so ein Gloss gibt, aktuell nicht in der Limited Edition, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Das ist sogar ein Lip Booster, das heißt, die Lippen prickeln so ein bisschen und werden vielleicht ein bisschen größer, man weiß es nicht. Generell die ganze Reihe von den NYX Lingerie Lippenstiften
war ein großer Favorit von mir dieses Jahr. Diese Farbe steht auf dem ersten Platz, das ist die Farbe Exotic. Dann habe ich ganz gerne noch Beauty Mark getragen. Das ist so ein dunkles Braun, den kann ich aber leider gerade nicht finden, sonst würde ich euch den zeigen. Und ich finde einfach so gut an den Lippenstiften, die trocknen halt richtig matt, wie ihr sehen könnt. Und ich finde, mit denen kann man sehr gut die Lippen übermalen, was ich dieses Jahr sehr gerne gemacht habe. Einfach so ein bisschen so über den Rand, damit man einfach so quasi so 1-2 mm mehr Lippe hat. Und ich finde, das macht irgendwie schon direkt einiges aus. Vor allem in Verbindung mit meinem Lieblingslidschatten dieses Jahr. Das habe ich sehr oft so in Kombi getragen. Noch mehr Handbewegung. What a surprise. Look at that girl. Damn, she thinks she's hot as Rihanna. She thinks she's a young. Dieses Spray habe ich mir Mitte des Jahres gekauft. Und ihr seht, ich habe dieses Spray schon so oft in Videos oder sonst was gesehen, habe es mir aber erst dieses Jahr im Sommer gekauft. Und dieses Zeug ist halt, wie ihr sehen könnt, bald schon leer. Ich liebe es. Ich benutze es so oft. Immer nach Make-up, vor Make-up, nachdem ich mich abgeschminkt habe, zwischendurch einfach, wenn ich irgendwie so eine Erfrischung brauche. Das ist ein Gesichtsspray mit Aloe Vera, verschiedenen Kräutern und Rose. Ich weiß gar nicht so genau, was es macht, aber es macht auf jeden Fall was Gutes. Ich wollte euch gerne noch meine Lieblingsfrisur bzw. Lieblingsfrisuren präsentieren, weil es ist ein 2-in-1. Und zwar das erste habt ihr hier gesehen, Boxer Braids. Ich glaube, es gibt dazu genug Tutorials. Ich habe auch schon mal eins gemacht, ist eine Weile her. Und ich wollte euch hier zeigen, wie ich meine Haare öffne, bis mir aufgefallen ist. Ganz ehrlich, man sieht doch gar nichts. Dann habe ich mein Shirt gewechselt. Wie ihr seht, mein neuer Russian Pullover. Den hat mir übrigens Ilona gegeben. Ich weiß nicht, woher sie ihn hat. Die erste Frisur öffne ich dann. Und dann kommt diese Frisur bei raus. Diese Locken, ich werde auch so häufig danach gefragt, wie ich das mache. Gibt es einmal die Jesus-Version, sage ich mal, mit Mittelscheitel. Das mag ich eigentlich nicht so gerne. Also ich bin eher so, bisschen Trockenshampoo rein, überall auf den Ansatz und dann nochmal richtig mit den Händen durchgehen, am Ansatz das Trockenshampoo einmassieren, nochmal die Locken so ein bisschen rauskämmen, ja nicht, ich weiß nicht, dass die Locken halt lockerer werden und dann sieht das Ganze so aus. Ich mache mir super gerne einen Seitenscheitel oder einfach so einen Scheitel, der quasi nicht existiert und man kann es auch immer wieder wechseln, wie ihr seht, von einer Seite auf die andere. Das Praktische an diesen zwei Frisuren ist, erst einmal kann man die Flechtfrisur, beziehungsweise sollte man sogar die Flechtfrisur mindestens 2 Tage tragen, damit die Locken halt auch so stark werden, weil sonst sehen die am Ende nicht so aus. Dann kann man die Haare öffnen und hat nochmal so 2 Tage oder so Locken. Das heißt, man muss einfach 4 Tage mindestens schon einmal seine Haare nicht waschen. Kommen wir jetzt zu meinem Lieblingspart, glaube ich, zu meiner Lieblingsmusik dieses Jahr. Zum Glück macht Spotify jedes Jahr so einen Jahresrückblick. Ich wurde leider nicht gesponsert. An Spotify, hit me up, falls ihr Interesse habt, weil ich habe, glaube ich, schon so oft Werbung für Spotify gemacht und ich habe bisher noch nichts dafür zurückbekommen. Ich gebe jeden Monat tapfer meine 10 Euro für diese Premium-Mitgliedschaft aus. Ich verlinke euch das mal in der Infobox, da könnt ihr auch nachschauen, welche Musik ihr am häufigsten gehört habt. Das nennt sich 2017wrapped.com. Und da gebt ihr drauf, dann müsst ihr mit eurem Spotify verbinden und so weiter. Und dann bekommt ihr so einen schönen Jahresrückblick. Und zwar habe ich 2017 20.807 Minuten Musik gehört. Und mein Lieblingsgenre ist scheinbar Pop. Meine 5 Lieblingskünstler sind auf dem ersten Platz Bryson Tiller, Rin, The Weeknd, Crow und Adrian Boyupi. Und jeder einzelne von denen hat 2017 ein neues Album rausgebracht, was ich rauf und runter gehört habe. Deswegen sind sie auch meine Lieblingskünstler. Aber es stimmt, ich liebe die alle. Jeden einzelnen. Da stehen auch 5 Songs drauf, aber es gibt noch eine extra Playlist. Deine Top Tracks aus 2017. Ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal, was ich 2017 so am meisten gehört habe. Das kann auch keiner hören. Machen Scheiß, ich mach was ich will.
tu me fais de l'expect. Aïe 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 aïe. J'ai des belles mais moi je veux l'homme. Aïe aïe aïe. Avec tes slash spitzname. Ich kauf wie dir ein Kack von meiner Gage. Reserviere eine Suite für dich und würd's kacken. Lauter erstmal, Alter. Finish school and get a doctor's. I'm 22, I gotta get it now. I said I'm back and I'm so much better. I'm so, so much better. Louis Slugger with the hits. Knock him out the park. Then I'm knocking down your bitch. I'm watching how you pitch. I'm not from Houston, no, I'm not from Rhonda 6. Damn. Godzilla. Can't be Pablo if your work ain't selling. What type of mother leave her one son over a stack? They say numbers don't matter, but when they discussing the king, they turn around and say LeBron ain't got six rings. Pick a side, pick a side. I took the an deiner Hüfte, weil ich kein guter Tänzer bin. Und hätte ich Wünsche frei, dann nur noch diese drei, vier Drinks. Mama. I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time, I need the hype. Throw that to the side, yeah. Up on you. Toda la noche me llama. Never good enough. Now your loving is just too good. And every time we hit that phone, you say you need company. I'm a runner. Major keys, I'm the boss. Don't Griselda go off. Left from the loft and went to Bergdorf. Most of these dudes is really quite sore. 45 special, this is my claw. About to drop an album, this is my fourth. I don't put sugar in my spaghetti sauce. Murder on the beat, so it's not nice. For this life I cannot change. For this life I cannot change. While I'm lighting up. Letztes Jahr ganz weit oben. Cold hearted. Oh, oh.
think she love me. Cause I got the check on me. Won't spend it, then flex on me. Oh, you're the reason I even saw bad when I told her bring it here. Drop down, pick it up, up, up. Swing it around, I'ma go, go, go. Drop that down, I'ma pick it up. Nasenkontur ist schief, oder? Was ist das hier? Warum ist der Strich kommt mitten auf meine Nase? Ich schaue nicht viele Filme, das muss ich euch so schon mal sagen. Aber ein Film, den ich dieses Jahr sogar dreimal gesehen habe, ist To the Bone. Die Meinungen zu diesem Film spalten sich halt sehr. Es geht um Essstörungen. Ich will da jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, dann können wir wann anders gerne nochmal drüber reden. Aber das war einfach ein Film, der mich sehr berührt hat, sag ich mal. Ich finde es sehr gut, dass dieser Film dieses Jahr erschienen ist und ich würde mich auch freuen, wenn noch mehr Leute den sehen würden, weil es einfach mehr Bewusstsein für Essstörungen und weitere psychische Krankheiten schafft. Ich hatte die letzten Jahre auch mit einem gestörten Essverhalten zu kämpfen und ich weiß, dass es so viele Leute da draußen gibt, die das Gleiche durchmachen, durchgemacht haben und immer noch durchmachen müssen. Stammt übrigens aus dem Film To the Bone, deswegen habe ich es auch sehr gerne gehört. Ich schaue nicht viele Filme, ich schaue aber auch nicht viele Serien. Aber eine Serie, die ich das ganze Jahr lang verfolgt habe, war Riverdale. Es wundert mich ehrlich gesagt selbst, weil ich nicht finde, dass es die spannendste oder beste Serie der Welt ist. Also ich gucke diese Serie und manchmal bin ich so bei Folgen so, warum tue ich mir das gerade überhaupt an? Weil ich finde, teilweise ist es überspitzt, teilweise langweilig. Wie gesagt, ich finde nicht, dass es die beste Serie ist, aber ich mag die Charaktere sehr gerne. Ich bin ein riesiger Jughead-Fan und was soll man dazu großartig noch sagen? Ist ein Netflix-Original. Ich habe dieses Jahr auch Stranger Things geguckt, das kann ich ja auch einfach mal nennen. Das war jetzt aber so am Ende des Jahres und ich habe das eigentlich so in 2 Wochen, vielleicht auch einer, durchgeguckt, beide Staffeln. Auch eine sehr gute Serie, meiner Meinung nach, aber ich weiß nicht, irgendwas bindet mich zu Riverdale. Ich kann es euch nicht sagen, aber irgendeine Verbindung schafft diese Serie zu mir, dass ich das irgendwie weitergucken muss und ich mich so danach fühle, das zu gucken. Und am 18. Januar kommen wieder neue Folgen auf Netflix. Ich freue mich schon drauf. In the beauty to the Lied wird mich, glaube ich, immer an das Staffelfinale der ersten Staffel erinnern. Einfach dieser Moment, als Jughead seine Jacke angezogen hat. Dann habe ich außerdem Rick and Morty geguckt. Ich liebe diese Serie. Ich bin da jetzt bei Staffel 2. Ich kann das nicht mal großartig erklären. Ich würde es euch einfach nur empfehlen, die mal anzuschauen. Habe ich noch irgendwas geschaut? Und ich habe außerdem Tote Mädchen Lügen nicht die erste Staffel durchgeguckt. Auf jeden Fall eine krasse Serie. Bei der Serie spalten sich auf jeden Fall die Meinungen von einer auf die anderen Seite. So viele Meinungen habe ich, glaube ich, schon ewig nicht mehr zu einer Serie gehört. Aber das war so das, was ich geguckt habe. Und ich komme langsam auf dieses Seriengucken. Mich hat das irgendwie nie so richtig gepackt. Ich finde, so dieser Serienhype war in den letzten Jahren sehr groß. Aber außer Pretty Little Liars habe ich irgendwie nie etwas geguckt. Mal schauen, was ich so in nächster Zeit schauen werde. Es gibt auf jeden Fall noch viel zu viele Serien, die ich noch nicht geguckt habe. Ein paar Erlebnisse, einfach mal so ein ganz kurzer Rückblick, aber ich will das jetzt auch nicht zu groß halten, weil ich meine, ihr habt wahrscheinlich meine Videos gesehen und wisst, wovon ich spreche. Anfang des Jahres war ich für 3 Monate in Neuseeland mit einer Freundin und das war auf jeden Fall ein Erlebnis, was ich, glaube ich, niemals in meinem Leben vergessen werde. Wir sind halt in unserem Campervan durch Neuseeland gereist, haben uns alles Mögliche angeguckt
Und da sind so viele Eindrücke, so viel Verschiedenes, was ich gelernt habe. Und ich werde es niemals vergessen und ich werde es niemals bereuen, dass ich das gemacht habe. Es war auf jeden Fall eine der besten Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Dann war ich auf einigen Konzerten dieses Jahr, die ich auf jeden Fall auch nennen muss. Und zwar war ich direkt, nachdem ich eigentlich aus Neuseeland zurückgekommen bin, mit Albina auf dem Shawn Mendes Konzert. Ihr wisst Bescheid, ihr habt es alle mitbekommen. Shawn Mendes war auch so ein Ding 2017, muss man einfach genannt haben. So. I wanna follow where she goes. Maybe I should stop and start confessing. Cause if we lost our minds and we took it way too far, when we stumbled in the dark, I know we'd be alright. Es war auf jeden Fall ein wunderschönes Konzert. Shawn ist auch einmal ganz kurz so wirklich genau vor mir vorbeigelaufen. Ich konnte ihn leider nicht berühren oder sonst was. Aber, ne? Dann war ich ebenfalls mit Albina auf dem Wireless Festival in Frankfurt. Es war schon anders, als ich mir Festivals vorgestellt habe, und die meisten Festivals sind auch, glaube ich, anders. Es war halt nichts mit Zelten oder sonst was. Es war in einer Halle. Es war so, als wenn du auf, ich weiß nicht mehr, wie viele Künstler das waren, 10 Künstler oder so an einem Tag, wenn nicht sogar mehr. Das heißt, du hast quasi 10 Konzerte gehabt, nacheinander. Und ich bin normalerweise nach einem Konzert schon tot. Und da hatten wir halt 10 oder mehr, ich weiß es gerade nicht. Da waren so viele verschiedene Künstler, die ich einfach schon ewig sehen wollte. Und einfach so an 2 Tagen, es war unnormal. Unter anderem habe ich dann Justin Bieber zum 2. Mal live gesehen. Wer war denn noch da? The Weeknd, Materia, Rin, Travis Scott, Sean Paul, KMN Gang, Nemo. Dann war ich außerdem auf 2 Bryson Tiller Konzerten. Wie ihr sehen könnt, habe ich mir dieses schöne Shirt geholt. Und auf dem Konzert am 3. Dezember stand ich vorne in der ersten Reihe, habe Bryson Tiller in seine Augen geguckt und er hat zu mir gesungen, auf mich gezeigt. Das sind so Momente, die kannst du halt einfach in deinem Leben nicht vergessen. Ich wollte Bryson Tiller jetzt 2 Jahre, meine ich, live sehen. Und endlich war es soweit. Und es war sogar noch besser, als ich es mir vorgestellt hätte. Dann war außerdem auf dem einen Konzert von SZA Vorband eine Person. Praise the Lord for SZA, ganz ehrlich. Ich habe das ganze Jahr über Snaps von Ruben gesehen. Ruben hat SZA das Jahr über abgefeuert, ihr neues Album. Ich habe trotzdem mir nie ihre Musik angehört. Und da war ich auf diesem Konzert, habe ihre Musik gehört, habe sie gesehen und ich dachte mir einfach so, ganz ehrlich, Ruben hat es dir das ganze Jahr vor die Nase gehalten und du hast es nicht geschafft, dir ein Lied davon anzuhören. Sie ist einfach... Ich habe keine Worte dafür. Ich habe einfach keine Worte dafür. Ich hab Gänsehaut. Guckt euch das an, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber... Ich habe einfach am ganzen Körper Gänsehaut. Was ist eigentlich los mit mir? Dann eine Sache, die ich auf jeden Fall auch erwähnen muss. Ich bin jetzt seit 4 Monaten in London. Ein Drittel meines Au-pair-Jahres ist einfach schon rum. Ich bin in London, meine absolute Lieblingsstadt. Ich wohne hier einfach seit 4 Monaten. Ich finde es immer noch komisch, wenn ich darüber nachdenke, dass ich mich wirklich gerade in London befinde. London war immer so ein Traum für mich. Das war so, es war immer da, aber ich konnte es nicht anfassen. So. Und jetzt wohne ich hier. Bin in einer wunderbaren Familie. Ich hatte so viel Glück dabei. Und ich dachte, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, muss ich auch einfach mal meine Favorite Person of the Year nennen. Ich meine, ihr könnt es euch alle denken, es ist Albina, meine beste Freundin. Was würde ich ohne sie machen? Ich habe sie, beziehungsweise sie hat mich schon seit 2 Jahren jetzt an der Backe. Ich habe das Gefühl, sie ist so ein Gottesgeschenk. So, Gott hat mir die einfach so gebracht. Guck mal, du brauchst eine Person, die du schon dein Leben lang gesucht hast. Hier ist sie, auf einem Tablett. Nimm sie, pass auf sie auf, tu dein Bestes, dass es ihr gut geht. Freunde kommen und gehen halt. Ich hatte teilweise Glück, teilweise Pech mit Freunden, aber ich hätte niemals gedacht, dass ich eine Freundin wie sie finden werde. Never say never. Ich
glaube, es reicht. Ich glaube, dieses Video ist lang genug. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe versucht, alles Mögliche hier reinzupacken. Hoffentlich ist es nicht viel zu lang geworden. Ich labere einfach manchmal viel zu gerne. Aber das war es dann heute auf jeden Fall von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.